Hi, hier ist Andreas. Hier ist eine Liste von 5 Dingen, die du im Vertrieb unbedingt vermeiden solltest. Nummer 1. Hör auf, Ablenkung zuzulassen. Es ist unfassbar, wie viele Menschen im Vertrieb arbeiten und sich permanent von Messengern, von ihrem Handy, von irgendwelchen Nachrichten, von Kollegen, die einen Kaffee trinken wollen, ablenken lassen. Ich meine, ja, wir sind soziale Wesen, aber wenn du dich ablenkst, kannst du in der Zeit deinen Fokus nicht auf das lenken, was dir Ergebnisse bringt. Ich empfehle dir, hör auf, Ablenkung zuzulassen. Nimm dir eine gewisse Zeit am Tag, wo das Handy aus ist, wo das Internet weg ist, wo du einfach mal nur fokussiert arbeitest und dich darauf konzentrierst, was du tust. Du wirst sehen, die Ergebnisse werden viel, viel besser werden. Hör auf, Ablenkungen zuzulassen. Tipp Nummer 2, rede nicht permanent über dich selbst und über dein Produkt, über dein USP, warum dein Unternehmen so toll ist. Alles, was den Kunden interessiert ist, was habe ich als Kunde davon, mit dir zusammenzuarbeiten und dein Partner zu werden. Also hör auf, über dich selbst zu sprechen und fang an, über den Kunden zu sprechen. Tipp Nummer 3. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Ich weiß, es ist schwer und Vertrieb funktioniert so, du wirst immer mal mit anderen Leuten verglichen, Zahlen werden offengelegt, aber in dem Moment, wo du schaust, was machen die anderen, was kriegen die für Ergebnisse, wie gehen die vor, hast du ein Problem, weil du bist mit deinem Fokus nicht bei dir selbst, sondern irgendwo anders. Und wenn du irgendwo anders bist, wer ist dann bei dir? Richtig, niemand, du bist ja nicht da. Komm zu deinem Fokus zurück, sei die beste Version von dir selbst. Das heißt nicht, dass du nichts lernst, das heißt nicht, dass du dich nicht weiterentwickelst, aber entwickle deinen eigenen Stil, bleib bei dir, fokussiere dich auf dich selbst und tu, was du tun kannst. Hör auf, dich permanent mit anderen zu vergleichen, weil das besorgt nur unnötigen Stress und Druck. Tipp Nummer 4 ist, hör auf, dich darauf zu fokussieren, was du nicht hast. Ich erlebe das ganz oft, dass wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, dass die Leute mir erstmal erzählen, warum es nicht funktioniert. Alle Dinge, die nicht stimmen mit dem Produkt oder mit der Auslieferung des Produkts oder dass das System noch nicht gut genug ist. Wenn du dich darauf konzentrierst, was du nicht hast, was nicht da ist, was nicht gut ist, dann geht es dir schlecht. Wenn es dir schlecht geht, wie willst du dann ein gutes Gespräch mit einem Kunden führen? Es funktioniert so nicht. Besinne dich darauf, was du hast. Die Frage ist nicht, ist dein Produkt perfekt oder ist deine Dienstleistung perfekt? Die Frage ist, kann das, was du zu geben hast, dein Produkt, deine Lösung, das Leben des Kunden in irgendeiner Form besser machen? Wenn die Antwort darauf ja ist, dann kannst du guten Gewissens loslegen und mit dem Kunden sprechen und ihm die Lösung anbieten. Also, vergiss das, was du nicht hast, und konzentrier dich auf das, was du hast. Und Tipp Nummer 5, mein letzter Tipp, ich muss hier kurz drauf gucken. Ah ja, richtig, ganz wichtig, höre auf zu zweifeln. Zweifel ist einer von den schlimmsten Angewohnheiten, die wir Menschen haben können. Wenn du an dir selbst zweifelst, habe ich das gut ausgedrückt, habe ich das gut gemacht, dann ist da eine positive Absicht da drin, nämlich besser zu werden. Aber ganz ehrlich, wie oft bist du denn durch Zweifel in deinem Leben besser geworden? Zweifeln, um besser zu werden, funktioniert nicht. Du kannst darüber nachdenken, was kann ich besser machen, das aufschreiben mit dem Fokus auch, was kann ich besser machen. Aber dann im Ernst, danach musst du einfach loslassen. Du kannst permanent in deinem Zweifel sitzen, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Es ist unfassbar, was die Qualität deiner Gedanken mit deinem Selbstvertrauen, mit deinem Selbstwertgefühl macht. Hör auf zu zweifeln. Fokussiere dich darauf, habe ich was zu geben? Kann ich potenziell das Leben des Kunden besser machen? Wenn die Antwort ja ist, auch hier wieder, hör auf zu zweifeln. Sei selbstbewusst, geh rein in das Gespräch. Wirst du immer Abschlüsse machen? Nein, wirst du nicht. Aber hör auf, an dir selbst zu zweifeln. Ganz wichtig. Fokussiere dich auf das, was du zu geben hast und fokussiere dich darauf, was du dem Kunden Gutes tun willst und dann bist du automatisch in deinem Fokus weg von dir selbst. Das waren meine kurzen 5 Tipps mit den Dingen oder die Dinge, mit denen du unbedingt aufhören solltest, wenn du im Vertrieb tätig bist. Ganz liebe Grüße, Ivan Andreas. Ciao.